Die Salzburgerin Renate Wiehan gewann im Mai diesen Jahres die österreichische Staatsmeisterschaft in Videofilm. Stolz präsentierte sie dem SN-Besuch ihr selbstfinanziertes Equipment. Ja, zum Film bin ich gekommen eigentlich durch meine Unterwassertätigkeit. Also ich bin also eine begeisterte Taucherin und habe also dann eigentlich über das Tauchen mal gedacht, das müsste man eigentlich der Nachwelt irgendwie erhalten, diese schöne Unterwasserwelt. Und da habe ich mich dann einmal bewaffnet mit einer Unterwasserkamera und bin dann gleich nach Australien und auf den weißen Hai los. Den haben wir leider nicht gesehen, aber den habe ich dann später in Südafrika. Und da bin ich eigentlich zum Tauchen, also übers Tauchen zum Filmen gekommen. Also im jetzigen Staatsmeisterfilm, der ist einmal aus der Reihe, kein Unterwasserfilm, sondern also über Wasser. Und der heißt Adieu, mon amour, und behandelt die Invasion in der Normandie und ist also eine Dokumentation mit Spielfilmcharakter. In dem 11-minütigen Kurzfilm geht es um eine Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Soldaten und einer französischen Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg. Damit wird die Filmemacherin aus Salzburg Ende August bei der internationalen Meisterschaft UNICA in der Schweiz an. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil da sind ungefähr jetzt 32 Länder vertreten und Österreich hat also ein Kontingent mit einer Stunde. Und da wird man also, man muss jetzt erst einmal die Staatsmeisterschaft praktisch mindestens als Staatsmeister oder mindestens dann noch einmal mit der Note 1 und so weiter bestehen, damit man überhaupt zugelassen wird zur Weltmeisterschaft. Und dann wird jetzt dann geschaut, eine Stunde haben wir praktisch Zeit und da werden dann die Filme dann eingereiht. Wir sind diesmal mit 3 Filmen bei der UNICA vertreten. Und ich erwarte mir vielleicht, dass wir da eine kleine Medaille machen. Ich weiß es nicht, weil das sind wirklich so gute Spielfilme. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg, damit es auch mit dem nächsten Pokal klappt.